kann aber aufleveln doch nicht, oder? Nee, geht doch nicht, schade. Commander, welch Freude, ich will mit denen schwätzen. Einen angenehmen Aufenthalt in das Astral, Commander. Ja, von mir aus. Entschuldigung, ich plage mich gerade mit den verdammten Reisebürokraten auf Ilium herum. Sollten sie Ihnen dabei helfen, dieses Medaillon zu finden? Oh, Steven! Danke. Vielen Dank. Meine Tochter war noch klein, als er starb. Das ist ihr einziges Andenken an ihn. Bitte, nehmen Sie das. Es ist viel weniger, als ich den Bürokraten hätte zahlen müssen, um eine Suche zu veranlassen. Okay. Wie können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Ich glaube, das war jetzt auch alles, was man hier noch machen konnte. Geld haben wir nicht genug, okay. Das heißt, wir starten mit wieder mit dem Shadow Broker. Also, was kann ich für Sie tun? Ich weiß, dass Sie den Shadow Broker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Absolut, ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadow Broker. Einige Hinweise zum Standort und... Es geht um Farron. Er ist noch am Leben. Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet. Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Nun, Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen. Sie haben mich vor den Kollektoren bewahrt. Ohne Sie hätte ich nicht zurückkommen können. Danke. Sie ahnen nicht, wie viel mir das bedeutet, Shepard. Ich wusste nicht, wer Sie nach Ihrer Rückkehr sein würden. Ob Ihre Gefühle... Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben Sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Jeder Freund von Ihnen ist auch mein Freund. Was ist der nächste Schritt? Ich weiß nicht. Vorbereitungen treffen, nachdenken. Ich gehe nach Hause. Benutzen Sie mein Terminal, wenn Sie lokale Informationen brauchen. Sind Sie okay? Ich habe 2 Jahre lang meine Rache geplant. Jetzt habe ich die Chance, eine Rettungsaktion daraus zu machen. Ich möchte helfen. Kann ich in Ihr Apartment kommen? Okay. Hoffentlich habe ich bis dahin einen Plan. Danke, Shepard. Keine weiteren Infos. Okay, dann Taxi zu Liara nehmen. Machen wir doch glatt. Alle Benutzer von medizinischen Strahlungssystemen der Firma Koros werden ersucht, die Behandlung damit sofort einzustellen. Bitte bringen Sie Ihr System zu einem autorisierten Händler zurück und lassen Sie sich die Kosten erstatten. Oder beim Kauf der neuen aufregenden Strahlen-Selbstverteidigungswaffe von Koros anrechnen. Ja, ja. Die Lauferei, die geht mir so auf den Keks. Aber naja, was soll's. Das ist in jedem Game so. Okay, pass auf. Ich sehe mir den Vertrag nochmal an. Vielleicht. Okay, hör zu. Du erstattest Zax alles zurück. Hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung woher. Ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und los geht's. Ach, wir können nochmal auswählen. Jo, nee, wie gesagt, ich soll wen hole ich mit? Ich soll Grunt mit und Fane. Oder? Ja, ja, ich habe sehr viele. Das ist schon richtig. Gut, Wurffeld hat der, aber ach. Nee, ich will einen Sniper dabei haben.
Na nü. Alle Spuren und Proben versiegeln und dann ab ins Labor. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert. Ja, die Techs kämmen jetzt hier alles durch. Zentrale, diese Leitung ist nicht sicher. Schalte um auf kodierte Verbindung. Was geht hier vor? Der Tatort ist abgesperrt. Treten Sie bitte zurück, Sir. Abgesperrt? Warum? Jemand hat versucht, Ihre Freundin zu töten, Commander Shepard. Danke, Officer. Ihre Leute können gehen. Das können Sie nicht machen. Ist bereits geschehen. Tela Vassir, Special Tactics und Recon. Inspector? Ich habe gehört, Ihr Status wurde reaktiviert. Gut, Sie sind einer unserer berühmtesten Agenten. Vielleicht lasse ich mir von Ihnen ein Autogramm auf meine Brustplatte geben. Ich nehme an, Sie hatten heute Abend etwas mit Ihrer Freundin zu besprechen, Commander. Liara ging einem Hinweis auf den Shadow Broker nach. Den Shadow Broker? Ein gefährlicher Feind. Liara hat mich erwartet. Sie muss eine Nachricht hinterlassen haben. Ihr Büro war nicht sicher. Das überrascht mich nicht. Ilium ist wie Omega. Nur die Schuhe sind teurer. Ich habe noch nichts gefunden, um sie ausfindig zu machen. Sie kennt Hisoni besser als ich. Wo könnte sie ihre Backups versteckt haben? Ich sehe mich mal um. Noch ein Spectre. Eine Promotionsurkunde der Universität von Ceres auf Tessia. Sie macht wirklich das Beste aus ihrer Ausbildung. Das Gewehr war mit Sicherheit kein Standardmodell. Die kinetische Barriere hat die Schüsse abgewehrt. Ein Teil meiner alten Panzerung. Da hat sie jemand aber nicht besonders gemocht. Nö, die Panzerung sieht auch ziemlich zerstört aus. Wo sind noch Hinweise? Ah. Das ist nicht die Heimatwelt der Asari. Ich bin nicht sicher, welcher Planet das ist. Es ist Ilos. Na gut, in der Küche wird, denke ich, wohl nichts Sinn. Dann gehen wir mal Etage höher. Ein Bild der Normandy. Das Bild hat sich bei ihrer Berührung verändert. Es ist auf ihre ID eingestellt. Was zeigt es jetzt? Eine proteanische Ausgrabungsstätte. Liara hat eine Nachricht hinterlassen. Es gibt einige proteanisch aussehende Objekte in dem Apartment. Dann wollen wir doch mal sehen. Ah ja. Diese Dinger müssen ein Vermögen wert sein. Immer die Proteaner. Wo ist dann noch was? Hässlichkeit war anscheinend ihr Ding. Nichts für ungut. Hä? Ah, da. Was hier? Ich hab hier was. Backup-Disk. Versuchen wir es auf Ihrem Terminal. Sie hat anscheinend einen Anruf aufgezeichnet. Was haben Sie für mich, Sekat? Es war schwierig, aber Sie haben den Besten engagiert. Ich kann es auf einen Cluster eingrenzen. Vielleicht sogar auf ein System. Bis wann haben Sie es? Dürfte nicht lange dauern. Kommen Sie in mein Büro. Barrier Frontiers, im Dracon Handelszentrum. Ich muss allerdings sagen, Tisoni, Sie machen mich ein wenig nervös. Wie viel Ärger kann ich durch das alles kriegen? Ganz ruhig, Sekat. Sehr viel. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Es muss wichtig sein. Die Männer des Shadow Broker haben bereits einmal versucht, sie umzubringen. Ich weiß, wo das Dracon Handelszentrum ist. Mein Wagen steht draußen. Dann los. Die hat gerade irgendwie seltsam zu uns rübergeguckt, oder wenn ich das nur. Die Büros von Barrier Frontiers sind im dritten Stock. Ich höre keine Funksprüche der Polizei. Wir haben die Party wohl verpasst. Liara ist da drin! Ich würde sagen, die Party geht jetzt erst los. Hat's die von der Bank gehauen?
Das ist ein Problem. Würde ich jetzt nicht so sagen. Sie haben die gesprengt, um ihren Tod sicherzustellen. Ich nehme das Skycar und schotte das Gebäude nach oben ab. Ich fange hier unten an und arbeite mich nach oben durch. Lassen Sie mir ein paar übrig. Okay, passt. Die Explosion hat mich umgebracht. Was ist passiert? Wer sind Sie? War es eine Bombe? Was ist passiert? Nee, es ist... Da hat jemand eine Bäuersche gemacht. Bitte verlassen Sie geordnet das Gebäude. Das Plenumstrom aktiviert. In der Industrie seit über 120 Jahren und ist stolz darauf, die Heimat der geschäftlichen Elite von Ilium zu sein. Was hier? Die Fahrstühle sind außer Betrieb und das Sicherheitssystem des Gebäudes auch. Ein Angestellter von Barrier Frontiers ist wohl mitten in die Explosion gerannt. Ich würde nicht darauf wetten, dass Tessonis Informant das überlebt hat. Na, abwarte. Ich habe hier ein Todesopfer. Offensichtlich Schusswunden. Seien Sie vorsichtig, was hier. Die hatten militärische Ausrüstung. Es geht im Leben nicht ums Ankommen. Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Ach nee. Bei Niso ist jedes Fahrzeug eine Insel der Eleganz und ein Transportmittel zur Freiheit. Geldautomat, Hecke, mache ich doch direkt. Ja komm, wo bleibt's? Oh, nicht schlecht. Oh ja, Munition. Wie viel habe ich jetzt? Zwei Schuss. Hm? Ich versuche mal ein bisschen zu sparen von dem Zeug. Was hier? Ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden. Er ist nicht scharf. Schlampige Arbeit. So etwas benutzt man, wenn man keine Zeit zum Planen hat. Ja, yep, das ist halt so. Was hier? Ich bin im Büro von Barrier Frontiers. Liara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen. Verstanden. Wir führen sie zu Grenzen. Feind voraus! Die Armee des Shadow Broker. Aber ich habe meine eigene Armee. Ich glaube, das interessiert den reichlich wenig. Und tschüss. Schön in die Zange genommen für ihn. Schöner Zug. Irgendwas, was ich holen kann? Jop. Terminal. Ja.
Geht doch. So. Wunderbar, wunderschön, sag ich doch nur. Deine Mistfinger! Nicht schießen, Schäfer! Rex, du bist wie immer am Weg. So, jetzt hat er geschillt. Ich bin leicht festgenagelt, Jungs. Auf den Boden, sofort! Erwischt. Was hier? Diese beschädigten Rohre brennen. Sie blockieren die Treppe. Suchen Sie einen Schalter für die Sprinklersysteme. Erledigt. Jetzt müsste es gehen. So. Speichern. Gut. Ich bin auf dem Weg nach unten. Jo, und ich auf dem Weg nach oben. Der ihn tot, ja, anscheinend. Ah, der auch, gut. Läuft im Moment ganz gut, aber ich freue mich lieber nicht zu früh. Wir haben noch ein langer Weg vor uns, bis wir die Challenge gepackt haben. Falls wir sie packen. Damit lässt sich was anfangen. Ah, Pistolo-Frisch, das ist sehr schön. Thank you.
Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Hä? Hey. Liara ist back. Liara, das ist Vasir. Sie ist ein Spectre. Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffen? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, du Klappe! So stürzt sie Mamo einfach ab. Aua. Die bleibt nicht einmal stehen und fragt mal, wie es mir dabei geht. Die rennt einfach hinterher. Aber die hat's voll drauf. Ich weiß, warum ich mit der immer eine Beziehung hingehen will. Das ist eine Powerfrau. Ich brauche eine bessere Schussposition. Ist er, da ist er. Jetzt habe ich sie. Folgt mir mal. Liara braucht bestimmt Hilfe. Lass mein Schneckchen in Ruhe. Ich aber auch. Erwischt. Ja,
schon. Letzter. Nee, Munition. Mir geht's übrigens gut. Danke der Nachfrage. Grunt. Grunt kommt jetzt mit.